Hallo zusammen, willkommen auf meinem YouTube-Kanal Zepto 3D Druck. Heute werden wir gemeinsam in Fusion 360 einen Spielwürfel konstruieren. So ein Spielwürfel klingt sehr einfach. Das war eine der ersten Übungen, die ich beim Konstruieren gemacht habe. Man macht einfach ein Quadrat und extrudiert das, denkt man sich, und dann ist man fertig. Aber dann sieht man, man möchte ein paar Rundungen machen an die Ecken und Kanten. Dann möchte man noch die Augen auf den Würfel übertragen, dann sieht man, dass es doch gar nicht so einfach ist. Von daher werde ich jetzt mit euch das gemeinsam Schritt für Schritt machen und auch mit Parametern arbeiten. Und dann werden wir das Ergebnis jetzt gemeinsam sehen. Von daher würde ich sagen, dann verlieren wir keine Zeit und wechseln direkt zu Fusion und gucken uns das mal live an. So, hier oben rechts habe ich euch mal den Würfel eingeblendet. Ungefähr an dem werde ich mich orientieren. Wird aber nicht 1:1 das gleiche sein, aber nur, dass man ein Anhaltsbeispiel hat, dass wir wissen, dass das so die Richtung ist. Und hier unten sieht man die aufgeklappte Version, damit wir wissen, wo die einzelnen Augen hinkommen. Bevor ich mit einer Konstruktion anfange, speichere ich mir immer eine Datei ab. Hier oben ist es STRG S oder einfach Speichern. Von daher nehme ich jetzt Speicher und ich nenne den jetzt einfach mal Würfel mit Auge. Ja. So, jetzt haben wir die Datei erstellt und jetzt können wir getrost anfangen zu konstruieren. Das erste, was ich mache, ich arbeite auf Komponentenbasis. Ich erstelle mir eine neue Komponente. Und dann sage ich auch, die gleich aktivieren. Bevor ich jetzt hier weitermache, habe ich euch erwähnt, ich mache auf Parameterbasis hier über dieses Symbol FX oder direkt über Ändern hier unten Parameter ändern. Und hier fügen wir jetzt einen neuen Parameter ein. Benutzerparameter plus und geben den ein, das ist jetzt für mich die Base und ich weiß jetzt auch nicht mehr auswendig, was ich hatte, machen wir mal 30 mm. So, die 30 mm stehen hier drin. Und dann werden wir auch sehen, was das bedeutet und das nennen wir auch gleich um auf Base, damit wir wissen, dass dieser Parameter hier eingeordnet ist. Auf die ganzen Grundlagen gehe ich gar nicht ein, weil da gibt es so viele Tutorials, guckt euch die lieber an. Ich werde so einfach mal so ein paar Beispiele mit euch machen, das macht viel mehr Spaß. So, dann fangen wir mit der Skizze an. Wir wählen hier diese untere Ebene. Ich habe hier dieses Symbol ausgewählt, aber was wichtig ist, Rechteck mit zwei Punkten auswählen und hier dann Mittelpunkt Rechteck auswählen und hier dann den Mittelpunkt. Ja? Und dann können wir hier und jetzt einfach was erstellen. Und jetzt wird das recht interessant. Jetzt möchten wir es bemaßen. Entweder man geht hier auf Skizzenbemaßung oder geht auf D und sagt hier, wir haben diesen Feature Base. Also dann können wir das hier unten auswählen, geben ein, dann haben wir die 30 mm. Machen das mit der unteren Kante auch. Sagen, dass auch die Base ist. Und Enter. Ja, nachdem wir das erledigt haben, gehen wir auf unseren Feature Extrusion. Die Fläche ist automatisch ausgewählt und sagen hier bei Abstand auch die Base. Der macht dann automatisch die 30, aber das möchten wir nicht so. Wir arbeiten hier an diesem Feature ein bisschen weiter. Hier kann man sehr viel machen. Was für uns zuerst mal wichtig ist, dass wir symmetrisch aufbauen. Also machen wir Symmetrie. Wir machen nicht die halbe Länge, sondern wir machen die gesamte Länge. So. Und so sehen wir schon, dass unser Würfel erstellt ist und das ist ja schon eigentlich ein Würfel, aber sieht halt noch nicht so aus wie der da oben. Was ich dann noch gerne mache, ist, ich gehe auf Prüfen und aktiviere hier Komponenten Farbwechsel ein aus. Da sind die einzelnen Komponenten in verschiedenen Farben. Das liebe ich also beim Konstruieren. Ja. Und jetzt brauchen wir noch eine Komponente. Dann aktivieren wir die Gesamtkomponente, also die Baugruppe dann so gesehen später. Wir stellen eine neue Komponente und sagen, die auch aktivieren. Und die nenne ich jetzt schon mal Würfel. Das ist unser Würfel. Die haben wir jetzt aktiviert. Und jetzt erstellen wir eine Kugel. Hier wählen diesen Feature Kugel aus. Und wählen wieder diese untere Ebene. Wir können auch dann die Base ausblenden. Hier diese untere Ebene auswählen. Wichtig ist, den Mittelpunkt hier auswählen. Sehr, sehr wichtig. Was wir hier jetzt mal eingeben, spielt für uns überhaupt keine Rolle. Wir machen einfach Zahl, fertig. Was wir dann brauchen, ist wieder unseren Parameterbaum.
Da gehen wir rein und sagen, wir möchten noch einen Parameter erstellen. Und dem sagen wir Parameter Würfel. Hier habe ich auch, ich weiß leider die Zahlen nicht mehr auswendig, probieren wir mal 40. Spielt am Anfang keine Rolle, weil wir können diese Parameter alle x-beliebig dann im Laufe der Zeit ändern. So, dann aktivieren wir das nochmal, entweder mit Doppelklick. Ich mache immer Rechtsklick und Element bearbeiten. Und dann sage ich hier, nicht 20, sondern übernimm mir den Parameter Würfel. Wenn wir jetzt unser Base aktivieren und nach oben Würfel mit Augen gehen, dann sehen wir, dass das hier zwei verschiedene Komponenten sind. Und jetzt kommt der Trick. Dann brauchen wir das Werkzeug kombinieren. Das ist ein super Feature, das liebe ich. Wir brauchen unseren Zielkörper. Unser Zielkörper ist die Kugel, also der Würfel an sich selbst. Kugel und Werkzeugkörper ist der Würfel. Das ist dann die Base. Und hier machen wir Schnittmenge und da sehen wir, was uns erhalten bleibt. Das, was blau ist, bleibt uns erhalten. Drücken auf OK. Das sieht ja schon mal unserem Würfel ein bisschen ähnlich. Ist zwar natürlich nicht 1:1, wie gesagt, aber es gibt uns die Richtung vor. Was wir hier jetzt machen können, ist, wir gehen in den Parameterbaum und sagen, hier wollen wir noch ein bisschen was ändern. Das heißt, ich würde jetzt mit der Kugel das Fenster ein bisschen verkleinern, das hier auch noch zumachen, dann haben wir mehr Spielraum hier. Auch noch mal ein bisschen kleiner, so. Und sagen hier, mach mal 42. Oh, das gefällt mir schon viel besser. So würde ich es ungefähr mal lassen. Und dann gucken wir uns das mal an. Wenn wir schon hier in dem Baum drin sind, dann können wir noch ein Parameter anlegen. Warum geht das nicht? Ja, weil ich das Fenster zu klein gemacht habe, sehe ich das nicht hier. Noch ein Parameter anlegen und dem sage ich Auge. Und da gebe ich mal einen Wert von 4 ein. Und dann brauchen wir noch einen Parameter, das ist Abstand Auge. Abstand Augen, da machen wir auch mal 5, 6, das spielt alles keine Rolle, die können wir einfach dann später ändern. Wichtig ist, dass wir wissen, was wir hier eingegeben haben. So, dann ist die ganze Baugruppe aktiviert, dann erstellen wir eine neue Komponente wieder und sagen, das sind unsere Augen. Was jetzt hier sehr wichtig ist, wir brauchen wieder eine Kugel, wählen den hier aus. Und müssen eine der 6 Flächen hier auswählen. Ist egal welche. Wir wählen jetzt einfach die hier aus. Und wichtig ist, sehr wichtig, der Mittelpunkt. Wir haben das ganze Ding symmetrisch aufgebaut. Also machen wir auch so weiter. Dann wählen wir den Mittelpunkt aus und sagen, das sind die Augen. Also wo hier die 4 steht, geben wir einfach in unsere Tastatur A ein. Dann sieht man hier, wir können hier verschiedene Sachen auswählen. Und wir brauchen Augen. Und sagen zudem, stell mir eine Auge. So, nachdem das erstellt ist, kommt ein weiterer Trick. Das nennt sich Anordnung. Entweder man wählt das hier aus oder man geht hier über Erstellen runter und sagt Anordnung rechteckig, rund und Anordnung auf Pfad. Wir brauchen das Rechteckige. Wir wählen auf Körper, dass ein Körper ist und sagen, in welche Richtungen es gehen soll. Wir wählen hier beiden Achsen. Und was ich immer mache, ist, ich ziehe zuerst mal hier meine Pfeile. Dann ist man ziemlich safe, dann bewegt sich das irgendwo hin. Und dann wollen wir wieder symmetrisch arbeiten, damit das alles am Anfang sehr smooth funktioniert. Wählen wir beide Richtungstypen symmetrisch aus. Das sieht schon mal sehr gut aus. Und hier bei Größe machen wir Abstand. Und hier bei Abstand geben wir jetzt unseren Parameter ein, Abstand Augen. Ich habe das leider, oder doch, habe ich richtig, Abstand Augen, geben wir ein und hier unten machen wir das auch, geben A ein, Abstand Augen, geben wir OK. So, was jetzt interessant ist, wenn wir uns das jetzt angucken, fürs Erste gehen wir mal hier und sagen, wir möchten mal 7, was passiert? Wie wir sehen, sich das eine bewegt und das andere nicht, also habe ich irgendwas falsch gemacht in meinem Feature. Wie man hier sehen kann, habe ich hier Abstand Augen nicht eingegeben. Also muss ich das hier auch machen. So, jetzt hat das übernommen. So, nachdem das jetzt passiert ist, aktivieren wir wieder die ganze Baugruppe
Und jetzt sehen wir auch, dass wir hier mehrere Augen haben. Und wir fangen mal jetzt zuerst mit den ersten vier Augen an, wie hier unten zu sehen. Das heißt, wir gehen auf Kombinieren. Unser Zielkörper ist der Würfel, also hier. Den brauchen wir. Dann unsere Werkzeuge. Wir möchten jetzt die vier Augen reinschneiden. Das heißt, wir wählen auch diese vier Augen hier und sagen jetzt nicht mehr Schnittmenge, sondern wir sagen Ausschneiden. Und sehr wichtig, Werkzeuge beibehalten. Wenn wir das machen, und jetzt mal die Augen kurz ausblenden, dann sehen wir, sieht ungefähr so aus, wie wir es haben möchten. Wir können die Augen wieder einblenden. Und jetzt geht's weiter. Wir machen einen Rechtsklick auf unsere Würfel und sagen Verschieben, Kopieren, wählen hier Drehen, wählen diese Achse und sagen um 90 Grad hier drehen. Damit wir auf die andere Fläche kommen und was sehr wichtig ist, die Position erfassen, abhaken, dann diese Position jetzt im System abgespeichert. Hier unten in der Timeline können wir das sehen. Und jetzt möchten wir die sechs Augen rausschneiden. Das heißt, wir wählen wieder unseren Zielkörper und diese sechs Augen. Fünf und sechs. Und wie man sehen kann, ist unser Feature eigentlich schon voreingestellt von vorhin. Wir müssen nur OK drücken, kurz mal die Augen ausblenden und sehen, es sieht sehr gut aus. Wieder auf unseren Würfel draufgehen, schieben, kopieren. Wieder hier diese Achse wählen. Das ist hier, dass das hier aktivieren. Und dann wieder um 90 Grad drehen. Und hier Position erfassen. So, und jetzt kommen dann die nächsten zwei Augen. Laut dieser Ding hier, Modell hier. Wir wählen unseren Zielkörper aus. Und die zwei Augen. Sagen, zack, okay. Da ich mir jetzt sicher bin, dass das gepasst hat, gehe ich weiter und gehe auf Drehen. Wähle wieder meine Achse aus. Drehe es wieder um 90 Grad. Man kann auch die Werte händisch eingeben. Arbeite gerne so, dann machen wir hier weiter und sagen wieder Zielkörper und die 1. So, können wir uns kurz angucken. Die 1, sehr gut. Dann geht es weiter, wieder mit Verschieben, Kopieren. Achse auswählen, diesmal die hier oben. Und dann drehen wir unseren Würfel um 90 Grad in diese Achse, damit wir jetzt unsere 5 Augen rausschneiden können. Machen wir Position erfassen. Zack. Und dann geht es weiter wieder mit Kombinieren. Zielkörper 1, 2, 3, 4, 5. So, gucken wir uns nochmal an. Sieht sehr gut aus. Dann nochmal unseren Würfel verschieben, kopieren. Wieder die Achse auswählen. Jetzt müssen wir um 180 Grad drehen. Ups. So. Wieder die Position erfassen. Okay. Und jetzt müssen wir die letzten drei Augen machen. Das heißt Zielkörper 1, 2, 3 Augen. Ausschneiden. Und jetzt können wir, weil wir jetzt alle Augen haben, können wir die ausblenden, weil die brauchen wir nicht mehr. Was wir jetzt auch schon machen können, ist die Base zum Beispiel entfernen und die Augen auch, weil die brauchen wir nicht mehr. Ich nutze gerne das Entfernen-Tool, weil man kann immer, wenn man das mal irgendwann braucht, einfach wieder zurückholen. So, jetzt gehe ich gerne hier hin auf Einfügen, auf Prüfen. Sieht der Komponentenfarbwechsel aus, dann sieht unsere Komponente in der Grundfarbe aus. Und ich möchte dem jetzt ein paar Farben zuweisen. Da gehe ich auf Darstellung und möchte, dass mein Würfel glänzend rot ist und die Augen weiß sind. Daher wähle ich zuerst hier oben diesen Feature aus, Flächen, und dann mit Umschalt markiere ich die ganzen einzelnen Flächen. Wenn man sich unsicher ist bei der Markierung, kann man auch die einzelnen färben. Geht auch. Kommt darauf an, wie genau man arbeitet. Wie man sieht, wenn man so viele Flächen markiert, hat man dann so viele blaue. Jetzt bin ich selbst hier durcheinander. Jetzt, ups. So. Ich habe irgendwas anderes markiert, glaube ich, oder? Naja, wir gucken mal. Und jetzt nehme ich dann die weiße Farbe. Und schmeiße ich hier drauf, aber ich glaube, wir haben das falsch markiert. Das ist jetzt echt gar nicht so schön, wie ich es mir vorgestellt habe, aber passiert. Und das ist ein sehr guter Vorführeffekt. Wir machen das nochmal. Ich habe irgendeine Fläche zu viel markiert.
Wie gesagt, wenn man sich unsicher ist, sollte man die einzeln markieren. Dann geht das manchmal schneller als das, was ich jetzt mache. Aber ich probiere es jetzt noch einmal. Ich bleib mal hartnäckig. Und hier, zack, zack. Und wenn man sich bei einer Fläche unsicher ist, kann man den ja weglassen und den kann man im Nachhinein dann fällen. Und jetzt alles schön weiß. Ja. Und jetzt sieht unser Würfel eigentlich schon wie ein Würfel aus, wie dieser Modell da oben. Und was wir jetzt machen können ist, also warum wir das jetzt parametrisch aufgebaut haben, möchte ich euch jetzt mal zeigen. Wir können hier unten noch über die Anzeigeeinstellungen den visuellen Stil ändern, auf schattiert gehen, dann gehen die Kanten weg, so zum Beispiel, dann sieht das viel smoother aus. Aber was jetzt cool ist, so mal ungefähr diese Stellung hier, und dann sagen wir Parameter ändern, und jetzt gucken wir mal, die sagen, dass unsere Augen 5 mm werden sollen. Sieht schon viel geprägter aus, also sieht schöner aus. Probieren wir mal 9. Und 9 ist einfach zu weit. Was sagt 8,5? Ja, damit könnte ich fast leben. Ich würde mal so 8,2 nehmen. Und wenn wir uns das so angucken, sieht das schon echt cool aus. Und wir können da jetzt x-beliebig spielen. Das heißt, wir können jetzt auch mit den 42 mal auf 43 gehen. Dann sieht unser Würfel wieder ein bisschen anders aus. Das ist das Schöne, wenn man das parametrisch aufbaut. Ich würde so auf 42 bleiben. Das gefällt mir sehr gut. Ja. So. Und natürlich am Ende nicht vergessen abzuspeichern. So, jetzt haben wir hier unsere Datei. Fertig. Ja, liebe Leute. Ich hoffe, ich habe euch hier ein bisschen geholfen, wie ihr sehen könnt. Es ist eigentlich ein sehr, sehr einfaches Teil, aber es gibt doch ein paar Kleinigkeiten, die man wissen sollte, auf die man achten sollte. Wenn man weiß, welchen Feature man wo einsetzen muss, dann kommt man auch sehr schnell zum Ergebnis. Ich hoffe, mit dem Tutorial habt ihr ein bisschen was dazugelernt. Ich wünsche euch noch viel Spaß, bis zum nächsten Video und tschüss!